Sie sind hier, 21. August 2018, 19.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Heinrich Popper holte zum Karriereabschluss EM Silber Urheberrecht Getty Images Berlin. Heinrich Popper, einer der erfolgreichsten deutschen Behindertensportler, schließt seine Karriere mit einer EM-Medaille ab. Nur einer besiegt ihn. Der zweimalige Paralympicsieger Heinrich Popper hat seine Erfolgskarriere mit EM-Silber im Weitsprung beendet. Im letzten Wettkampf seiner Laufbahn sprang der 35-Jährige aus Leverkusen am Dienstag bei den Titelkämpfen der Paraleichtathletik in Berlin auf eine Saisonbestweite von 6,24 Meter. Popov musste sich nur dem dänischen Top-Favoriten Daniel Wagner geschlagen geben, der mit 6,72 Metern EM-Rekord sprang. Bronze ging an den Italiener Marco Pentagoni, 5,89, der Unterschenkel amputierte Weitspringer und Sprinter gewann seit 2004 insgesamt 8 Medaillen bei Paralympischen Spielen, darunter Gold in London 100 Meter und in Rio Weitsprung. In beiden Disziplinen war er auch Weltmeister. Popov zählte seit Jahren zu den prominentesten deutschen Behindertensportlern, einem größeren Publikum machte er sich auch durch seine Auftritte bei der TV-Show Let's Dance auf RTL bekannt. Von Sportinformationsdienst.